Was benötige ich alles zum Planen? Ja, jetzt haben wir uns die Printables angesehen, wir haben uns angesehen, was für Planer es alles gibt und es gibt noch viel mehr. Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, was brauchst du eigentlich, um zu dekorieren? Ja, alles und nichts, ne? Für den Planer, da gibt es keine Grenzen. Washi-Tape ist, glaube ich, eine der wichtigsten Zutaten sozusagen. Es ist unerlässlich, weil man kann wunderschön damit einfach mal die Ränder abkleben oder man kann auch hier, wenn ich die jetzt mal so aufmache, dann sind es immer so einzelne Sachen, die hier drauf sind, die kann ich rausschneiden, das prima als Sticker benutzen. Also Washi-Tapes sind super flexibel einsetzbar und das Schöne ist, ich kann das jederzeit wieder rausmachen. Das Reispapier, japanisches Reispapier, gibt es mittlerweile überall, das hier bei uns in Deutschland und ich kann das jederzeit wieder aus meinem Plan herausmachen, wenn es mir nicht mehr gefällt. Daher super. Es gibt auch ganz viele Gruppen, wir haben auch eine. Du bist herzlich eingeladen mitzumachen natürlich. Da tauschen wir zum Beispiel Planer, Utensilien oder Washi-Tape und solche Sachen. Die schicken wir uns auf so kleinen Kärtchen. Ne? Also das kann einfach eine Spielkarte sein, hier aus einem Skatblatt oder sowas. Und dann wird da einfach, werden da ein paar Planer, Meter, also ein paar Washi-Tape-Meter drum gemacht. Und damit man verschiedene Washi-Tapes hat einfach, ne? Mal die eine Sorte, mal die andere. Man braucht nicht immer eine komplette Rolle, ne? Und deswegen sind diese Sachen natürlich toll. Und außerdem kommt man auch mit Gleichgesinnten in Kontakt und kann alles austauschen. So bin ich dann auch an ganz viele Planermaterialien gekommen. Wir haben getauscht, ne? Viele sind hier im Planer Buddy Club und tauschen dann mit uns, ne? Ihr kriegt ein Paket von uns und wir kriegen was von euch. Und das ist immer schön, eine schöne Gemeinschaft. Da sind dann so einige Leute, die sich immer zusammenschließen, um genau das zu machen. Wenn du da mitmachen möchtest, kannst du das natürlich tun. Komm in unsere Gruppe und schau mal vorbei. Schau mal, wann der nächste Tauschbrief rumgeht. Und was man da alles so machen kann. Es gibt ja auch hier bei uns ganz viele 1-Euro-Läden. Da kriegst du ganz viele der Materialien, die hier so rumliegen, bekommst du da. Und auch in ganz vielen Läden Sticker, die gibt es immer und überall. Ne? Gibt es immer irgendwelche Sticker, die man nehmen kann. Ja, ich zeig dir jetzt mal hier. Ich habe hier ist wieder von so einem Tauschbrief. Oder hier diese Project Life Cards, die nehme ich immer gerne als Dashboard. Da gibt es ganz viel. Oder aber auch hier gibt es so solche Sachen, ne? Die sind einfach schön anzusehen. Das ist jetzt hier für Weihnachten zum Beispiel. Vielleicht ist gerade nicht geeignet. Ich weiß ja nicht, wann du das guckst, aber wenn Weihnachten kommt, ist das eine prima Deko-Idee für den Planer. Deswegen liegt das schon mal hier. Was du noch brauchst, sind unbedingt Sticky Notes. Sticky Notes sind so wichtig. Warum? Das sind jetzt übrigens gar keine Sticky Notes. Ich zeige dir mal die Sticky Notes, die ich hier im Planer habe. Da kann ich immer noch was draufschreiben. Und warte mal, ich muss mal einmal gucken. Hier. Das sind Sticky Notes. Sticky Notes sind letztendlich nichts anderes als diese kleinen Post-its. Ne? In dem Fall sind das jetzt hier Check it out oder Gotta have it oder Remember this, buy it oder I love this oder sowas. Die gibt es auch noch ohne Schrift. Ne? Und dann sind es unsere Post-its, die kennst du garantiert, weil die kleben meistens in jedem Haushalt und überall. Und die kannst du auch prima hier in den Planer reinkleben, wenn du dich selber an irgendwas erinnern willst. Und dafür sind die natürlich ganz toll geeignet. Deswegen, Post-its sind ein absolutes Muss. Findest du auch überall. Notfalls kannst du die Post-its, diese gelben Post-its, einfach auseinanderschneiden auf deine Planergröße oder in Größe von diesen. Ja, mehr braucht man meistens gar nicht, um sich an irgendwas zu erinnern, oder? Ja, was braucht man noch? Stifte. Stifte sind was ganz Tolles. Am besten verschiedenfarbige und am besten Fineliner. Mit Fineliner kann man nämlich schön malen und haben verschiedene Farben. Meistens drücken sie auch nicht auf die andere Seite durch, deswegen sind die auch immer toll. Oder aber, ja, du nimmst einfach einen Bleistift, einen Kuli, was auch immer du nehmen möchtest, ist super geeignet.
Hier ist zum Beispiel ein goldener Stift. Wenn du irgendwas besonders markieren möchtest oder sowas, sind diese Glitterstifte auch super geeignet. Also du siehst auch, hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was du unbedingt brauchst, ja, natürlich, das sind Sticker. Und die bekommst du hier im Planer Buddy Club alle zum Download. Das ist das Schöne daran, wenn du was zum Runterladen bekommst, kannst du es ausdrucken und du kannst es auch immer wieder ausdrucken. Das heißt, letztendlich ist dieser Beitrag für diesen Mitglied, ja, für diesen Club hier wesentlich günstiger, als sich immer wieder neue Sticker kaufen zu müssen, nicht wahr? Also, du druckst dir das auf, du kannst es auch gerne auf Planer, also auf Papier ausdrucken, was so selbstklebend ist, ne? Dann kann man das nämlich einfach abziehen und in den Planer reinkleben. Musst du aber gar nicht, du kannst auf ganz normales Papier kleben und das Ganze einfach ausschneiden und dann in den Planer reinkleben. Geht auch. Also die Luxusversion ist im Prinzip, das auf selbstklebendes Papier zu drucken und das Ganze von einem Hobbyplotter. Wir haben hier die Silhouette Cameo ausschneiden zu lassen, sodass du ja hier vorgefertigte Sticker hast. Kannst du auch überall kaufen, gerne auf Davanda und Etsy. Da gibt es ganz viele Shops, die genau das anbieten. Aber hier bei uns im Planer Buddy Club kriegst du alle unsere Sticker ja in deinem Mitgliedsbeitrag enthalten. Und du kannst sie runterladen und so oft ausdrucken, wie du magst, ne? Also wir haben jeden Monat eine neue Kollektion, die du nutzen kannst. Die passt auch immer zum Monat natürlich. Und die kannst du dann für deinen Planer nutzen und kannst immer wieder neu dekorieren. Wenn du da keine Lust mehr drauf hast, nimmst du einfach was anderes. Kein Problem. Also Sticker haben wir hier genug. Ansonsten, was braucht man noch? Ja, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht. Meistens sind viele Dinge sind ganz individuell. Wir zum Beispiel nehmen häufig Videos auf oder wir müssen Dinge auf den Social Media Kanälen posten. Deswegen mag ich besonders solche Sticker, ne? Also wenn zum Beispiel so ein kleiner hier in meinem Planer klebt, dann heißt das nichts anderes, als dass wir ein Video aufnehmen und daneben steht dann wahrscheinlich der Name von dem Video. Und die anderen sagen, ich muss noch einen Post auf Facebook veröffentlichen oder wie auch immer. Deswegen auch da, es ist wieder individuell und du kannst auch gerne einfach hier in den Kommentaren reinschreiben, was du gerne an Sticker haben möchtest. Und wir erstellen sie für dich, weil du bist ja Mitglied in unserem Planer Buddy Club. Ja, was braucht man noch? Gar nichts mehr, ne? Man kann basteln. Ich habe mal hier so einen Traumfänger gebastelt. Da brauchst du da ein bisschen Band für und ein paar Perlen und ein paar Federn. Bleibt dir überlassen. Muss man nicht, kann man. Macht aber Spaß. Und ansonsten brauchst du eigentlich gar nicht allzu viel zum Plan. Wichtig ist, dass du eine kleine Auswahl hast, dass es dir Spaß macht, dass du damit kreativ zu Werke gehen kannst und im Normalfall auch noch ein paar Stifte hast, die du hier vielleicht in einem Mäppchen oder so direkt für deinen Planer weglegen kannst.